Der Business Airport Altenrhein bietet seinen Fluggästen auch einen Shuttle-Service. Volllife hat sich mit Wolfgang Hirt von der Firma Businessliner über die Anreisemöglichkeit unterhalten. Wir haben das jetzt angefangen mit in Corporate mit der People's Airlines Heimat. Wir haben jetzt einmal ein Jahr lang einen Vertrag und schauen das Ganze an, wie es funktioniert, und ich denke, es ist schon ganz gut im Rennen. Wir wollten wissen, wie es mit der Auslastung der Shuttles bisher ausgesehen hat. Überraschend gut eigentlich. Also die Frühflug ist mittlerweile schon ganz gut, da sind wir schon fast an der Kapazität der Busse. Und Vormittagflug, Nachmittagflug, das wird jetzt mittlerweile, ich denke, E-Pendler. Und auch der letzte Flug natürlich wieder ganz gut, weil die ganzen was in der Früh ankommen am Abend hin. Das Shuttle-Unternehmen bietet zwei Linien in Vorarlberg. Wir haben da zwei Linien, eine Linie Bregenz direkt nach Altenrhein, eine Linie Dormin direkt nach Altenrhein. Jetzt am Anfang haben wir fixe Haltestellen, das heißt Bregenz auf dem Weg daher, das ist Bregenz, Alma und Höchst. Und von Dormin haben wir vom Rathaus weg, vom Kicker weg und auch Grenze Lustenau, wobei wir da individuell schaffen, und wenn der Kunde speziell wichtiger will auf der Strecke, natürlich machen wir das, weil aufgrund der kleinen Busse sind wir da sehr flexibel. Der Bustransfer ist allerdings nicht im Ticketpreis enthalten. Der Kunde, glaube ich, muss pro Transfer 10 Euro zahlen, man kann es aber zugleich über die Hotline buchen und zugleich mit dem Ticket mitzahlen. Das wird also als Thema noch abgerechnet. Interessenten erreichen den Shuttle-Service über den Business Airport Altenrhein oder können direkt über die Firma Businessliner den Transfer buchen. Wir sind über People's Airport erreichbar oder direkt über unsere Firma, über die Firma Businessliner. Da kann man direkt telefonisch oder auch per Mail kann man das Ganze mitbuchen nachher.